Aha. Anna. Ich heiße Schmidt. Der Hund heißt Oskar. Die drei, die nehmen euch jetzt mit. Oskar, Anna und der Schmidt. Ein Bauernhof mit Scheune, Stall. Was gibt es hier, Leute? Kalb und Fohlen, Küken, Lamm. Das zeigen wir euch heute. Meine Damen und Herren, die neuen Sparpläne von Finanzminister... Schau mal! Heute in der Berkis Oma hat Bilder geschickt. Eine heftige Kontroverse. Ist die Ziege nicht süß? Bezeichnete die Wirtschaftslage in der Bundesrepublik als und die Kuh Konjunkturkrise. Hat ein Kälbchen. Weiteren Kürzungen, auch in Tabubereichen. Sozialleistungen müssten an Einkommensgrenzen gebunden werden. Und das Pferd hat ein Fohlen. Süß. Es gibt im nächsten Haushaltsjahr... Und wir, Berki und ich, wir dürfen Samstag hinfahren. Schön. Eine Zerrüttung der Staatsfinanzen. Nur das Auto von Berkis Vater ist kaputt. Ach, hey. Und ich dachte, Papa, vielleicht kannst du uns hinfahren. Ich? Tut mir leid, Andreas, am Samstag muss ich arbeiten. Ich kann euch nicht hinfahren. Bitte, bitte, Papa, wir wollen doch die Tierkinder sehen. Geht nicht. Tut mir leid. Anna, kannst du uns fahren? Vielleicht gibt mir Schmidt das Auto. Ich frage ihn mal. Danke! Bitte. Oskar, bist du wahnsinnig? Raus aus meinem Blumenbeet, sofort! Hallo. Guten Morgen. Und wie geht's dir an diesem schönen Morgen? Gut. Ihnen geht es auch gut, sehe ich. Ja, mir geht's gut. Wir machen am Samstag einen Ausflug. Wir? Ja, Frau Schulz und ich. Und Oskar natürlich auch. Wir fahren aufs Land und machen Picknick. Oh, wie schön. Andreas will auch aufs Land. Auf einen Bauernhof. Aber niemand hat ein Auto. Oh, wie schade. Aber der junge Lehrer... Wie heißt er noch? Carsten, so heißt er doch, nicht wahr? Ja, so heißt er. Der hat doch ein Auto. Vielleicht fährt er euch zum Bauernhof. Herr Schmidt, das ist eine gute Idee. Und wie wäre es jetzt mit ein bisschen Rasenmähen? Nein. Na gut. Also. 10 Ziegen zogen 2 Zentner Zucker zum Zoo. Sag das mal. 10 Ziegen zogen 2 Zentner Zucker zum Zoo. Schneller. 10 Ziegen zogen 2 Zentner Zucker zum Zoo. Schneller. 10 Ziegen zogen 2 Zentner. Also, jetzt du. Fischers Fritze. Fischte frische Fische. Frische Fische fischte Fischers Fritz. Fischers Fritze fischte frische Fische. Frische Fische fischte Fischers Fritz. Sehr gut. Schneller. Fischers Fritze fischte frische Fische. Frische Fische fischte Fischers Fritze. Sehr gut. Noch schneller. Fischers Fritze fischte frische Frösche. Frösche Frische. Hallo Carsten, ist das ein Zufall? Hallo Anna, wie geht's? Gut geht's, und dir? Ja, auch. Hör mal, kommst du Samstag mit schwimmen? Oh ja. Ach nein, ich kann nicht. Ich muss Andreas und Berki auf einen Bauernhof fahren. Wir fahren sie. Und danach gehen wir schwimmen. Oh ja, toll. Warum wollen Sie auf einen Bauernhof? Da ist eine Kuh, die hat ein Kälbchen und ein Pferd, das hat ein Fohlen. Da ist ein Stall mit viel Mist. Sag mal, magst du keine Tiere? Doch, doch. Vor allem Nilpferde. Tschüss.
Es war einmal eine Frau, die hatte einen Pfau. Der Pfau war ihr zu bunt, da nahm sie einen Hund. Der Hund war ihr zu brav, da nahm die Frau ein Schaf. Das Schaf schrie nach dem Schäfer, da nahm sie einen Käfer. Der Käfer kroch zu fleißig, da nahm sie einen Zeisig. Der Zeisig sang zu viel, da kam ein Krokodil. Das Krokodil war roh, da nahm sie einen Floh. Der Floh stach sie ins Bein, da kaufte sie ein Schwein. Das Schwein war ihr zu faul, da nahm sie einen Gaul. Der Gaul war ihr zu forsch, da nahm sie einen Dorsch. Der Dorsch war ihr zu nass, da kam ein kleiner Has. Das Häschen war zu bange, da nahm sie eine Schlange. Die Schlange war nichts nütz, da nahm sie einen Spitz. Der Spitz war ihr zu weiß, da nahm sie eine Geiß. Die Geiß war ihr zu kraus, da nahm sie eine Maus. Die Maus war zu geschwind, da hielt sie sich ein Rind. Das Rind zertrat die Brille, da nahm sie eine Grille. Die Grille sang zu schlecht, da nahm sie einen Specht. Der klopfte immer zu, da nahm sie eine Kuh. Die Kuh nahm ihr den Platz, da nahm sie eine Katz. Die Katz war ihr zu leise, da nahm sie eine Meise. Die Meise war zu scheu, da kam ein Papagei. Der Papagei schrie schändlich und sie verstieß ihn endlich. Was tat die Frau zum Schluss? Sie baute einen Zoo auf ihrem Vertiko. Nun kann sie ohne Klagen ein jedes Tier vertragen. Denn Hase, Hund und Hahn, die sind aus Porzellan.